Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken bleibt in der neuen Saison weiter ungeschlagen. 2 Unentschieden und 3 Siege, das ist die Bilanz des FCS. Den letzten Erfolg, den gab es gestern Abend zu Hause mit 2:0, siegte Saarbrücken am 5. Spieltag der 3. Liga gegen die U23-Mannschaft von Werder Bremen. So sieht Zufriedenheit und Zusammenhalt aus. Marcel Ziemer auf Schmusekurs. Endlich hatte er sein Tor gemacht. Stiefler und Laux hatten perfekt vorgearbeitet. Schon nach 3 Minuten heißt es 1:0. Und wie stark der Zusammenhalt in dieser Saarbrücker Mannschaft ist, das zeigt die Art des Jubels. Das Spiel gut aufgenommen und Riesenrespekt vor der Mannschaft. Wir halten wirklich alle zusammen. Ich habe das selten gesehen so. Und ja, ich bin zufrieden hier. Ziemer jetzt in der Vorbereiterrolle, wieder Laux. Das 2:0 hätte wie das 1:0 ausgesehen. Doch Sückler kommt der Ball leicht in den Rücken. Jürgen Luginger konnte noch entspannt zuschauen. Der FCS arbeitete Chancen heraus. Wieder Ziemer. Aber auch Johannes Wurz bemerkte, als das 2:0 auf sich warten ließ, wurde der Gast immer stärker, der FCS zu passiv und im Glück. Jürgen Luginger musste immer wieder eingreifen. Also letzte Zeit haben wir ein bisschen besser gespielt, haben ein bisschen Pech gehabt, haben nur Unentschieden gespielt, haben die Chance nicht gemacht. Aber lieber manche Chancen dann, Spiel nicht so gut und am Ende gewinnen wir. So konnten die Fotografen das Foto zum 1:0 durch Ziemer als Halbzeitbild in die Redaktionen schicken. Bremen war gut, doch der FCS hatte die Chancen. Gehring oder Eggert und in dieser Szene Laux lassen die Möglichkeiten aber liegen. Marcel Ziemer saß zu diesem Zeitpunkt schon auf der Bank. Sollte sein 1:0 den Sieg bringen? Dann die 90. Minute Kruse auf Wurz. Und Laux belohnt sich für eine gute Leistung. Und wie groß der Zusammenhalt ist, zeigt erneut die Art des Jubels. Marcel Ziemer freut sich riesig über das Tor von Laux. Saarbrücken gewinnt auch nach durchschnittlicher Leistung. Das mag einiges heißen. Wir haben gekämpft, haben gefeiert. Wir haben es sicherlich nicht gut gespielt. Aber wir haben die Tore gemacht, wir haben gewonnen am Ende. Fertig. So sieht Zufriedenheit und Zusammenhalt aus. Kein Wunder nach dem 3. Sieg in Folge und dem 1. Treffer von Marcel Ziemer.